Das berüchtigte Gefängnis Abu Slim in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Während der langjährigen Herrschaft von Machthaber Muammar el-Gaddafi werden hier vor allem politische Häftlinge gefangen gehalten, wie dieser US-Filmemacher. Matthew Van Dyke wird im März von libyschen Regierungstruppen verhaftet, als er in der Ölstadt Brega Fotos macht. Ich bekam einen Schlag auf den Kopf und wurde bewusstlos. Ich kann mich nur noch an den Moment erinnern, als ich lächelnde Menschen in der Stadt fotografiert habe. Das nächste, was ich mitbekam, war meine Zelle und dass über mir ein Mann gefoltert wurde. Ich wusste nicht, was passiert war. Matthew Van Dyke reist kurz nach Beginn der Proteste nach Libyen, um einen Dokumentarfilm zu drehen. Er will außerdem Freunde unterstützen, die sich auf die Seite der Rebellen geschlagen haben. Zunächst ist er in einem anderen Gefängnis, bis er hierher verlegt wird. Er verbringt 6 Monate in Einzelhaft. Wenn der Wärter dir das Essen bringt, ist das der einzige Moment am Tag, wo du jemanden zu sehen kriegst, wenn das Fenster hier aufgeht. In seiner 6 Quadratmeter großen Zelle gibt es nichts anderes zu tun, als die Texte auf den Milchtüten zu lesen. Ich konnte nichts anderes machen. Ich bin den ganzen Tag auf und ab gegangen. 10, 12 Stunden täglich. Matthew bekommt nichts von den Ereignissen draußen mit. Auch nicht, dass Gaddafi mehr und mehr die Kontrolle über das Land verliert. Doch als die Rebellen Tripolis erobern, gelingt ihm und anderen die Flucht. Jemand nahm uns mit zu sich nach Hause. Im Fernsehen war von der NATO die Rede. Ich war geschockt. Den anderen sagte ich, dass das wunderbar ist, ich aber Angst habe, dass das alles nur ein Traum ist und ich dann doch wieder in der Gefängniszelle bin, weil das alles so unglaublich erscheint. Aber seine Qualen sind jetzt vorbei. Matthew fühlt sich als Teil der libyschen Revolution und will so lange bleiben, bis alle Libyer wieder freie Bürger sind.